Fliegen. Die Schlangen, die Menschenmassen, die Verspätungen. Mir hat es irgendwie immer gefallen, 6 Stunden. Auf einem Platz, ungestört. Ladies and Gentlemen, willkommen an Bord unseres Non-Stop-Fluges von New York nach London. Fliegen Sie viel? Eigentlich die ganze Zeit. Der Gedanke, einen Mann mit Pistole in jedem Flugzeug zu platzieren, könnte die Leute nervös machen. Ist diese Entwicklung nach dem 11. September möglicherweise überzogen? Das ist die Welt, in der wir leben. Ich wuchs in Nordirland auf und diese Sicherheitsmaßnahmen wurden in den 1970ern eingeführt. Ich bin das gewohnt, auf dem Flugplatz zu kommen und mit meinen Sachen überprüft zu werden. Das ist einfach Teil des normalen Alltagslebens. Es ist unangenehm, aber es ist, wie es ist, um sicher zu sein. Ich sehe das auch so. Wir reisen viel, es gibt jede Menge Hektik und du willst dich sicher fühlen. Doch in einem Flugzeug kann viel daneben gehen. Es ist eine fragile und gewaltige Maschine. Ich wundere mich ohnehin, wie sich das da oben hält. Und es hat sich gezeigt, dass es zudem als eine Waffe benutzt werden kann. Jemand hat gedroht, alle 20 Minuten einen Passagier auf diesem Flug zu töten. Es sei denn, 150 Millionen Dollar werden auf dieses Konto überwiesen. Wir sind mitten über dem Atlantik, voll besetzt. Wie wird er damit durchkommen? Warum mag das Publikum solche Stories, besonders in Flugzeugen? Weil, wie ich denke, jedweder damit seine Erfahrungen hat. Wie es ist, in einem Flugzeug zu sein und mit den leichten Turbulenzen, da braucht man nicht viel Fantasie beizusteuern, um in unsere Geschichte zu geraten, nachzuvollziehen, was unser Film vorgibt. Zeigen Sie mir Ihr Ticket. Wie heißt sie? Warum? Liam Neeson spielt ein US Marshal mit Problemen. Und die Lage ist ernst. Ich hab doch nichts getan. Genug jedenfalls für einen Actionfilm auf engstem Raum. Nichts Neues eigentlich, aber das sicher beherrschte Filmhandwerk sorgt für 90 Minuten zuverlässiger Spannung. Ich habe hier einen Verdächtigen. Ich brauche eine Überprüfung. Sitz 24E. Tom Bowen. B-O-W-E-N. Sie tyrannisieren unrechtmäßig unschuldige Passagiere, Mars. Man könnte sagen, so ein Film ist einfach zu machen. Nur ein Drehort, kein komplizierter Arbeitsplatz. Aber ich bezweifle das. Ich glaube, es ist sogar komplizierter. Richtig? Für Jorma war es überaus kompliziert, die Szenen und Aufbauten zu entwickeln, um nicht jedes Mal die gleiche Einstellung zu haben. Wir haben eigentlich 2 Monate in einer Metallröhre gearbeitet. Es ist tatsächlich komplizierter, weil es nichts gibt, wohin du außerhalb des Flugzeugs gehen kannst, wenn irgendwas noch nicht fertig ist. Normalerweise kann man einfach in ein anderes Set wechseln. Aber hier musst du eben warten, bis alles getan ist. Und wenn du es gedreht hast, wird aufgeräumt und neu begonnen. Das kostet viel Zeit, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt. Wie zum Beispiel all diese verrückten Einstellungen mit Liam. Die mussten entwickelt werden, bevor das Flugzeug gebaut wurde. Du musst wissen, wann geschnitten wird, wo es Öffnungen für die Kameras geben muss und wo Leinen zu spannen sind. Wir gestalteten erst die Einstellungen und dann das Flugzeug. Die Bombe explodiert in weniger als einer halben Stunde. Es soll so aussehen, als wäre ich dafür verantwortlich. Alles, was über mich gesagt wurde, ist wahr. Ich habe meine Familie verloren, meinen Job. Ich bin Alkoholiker. Ich bin kein guter Mensch. Aber ich entführe dieses Flugzeug nicht. Ich versuche es zu retten. Und wie war Ihre Zusammenarbeit? Wir haben gerade unseren 3. Film abgeschlossen. Das steht in meinem Vertrag. In meinem auch. Wir sind irgendwie zusammengewachsen. Es ist schon lustig. Wenn du einen Film gemacht hast und die Beziehung magst, dann machst du es nochmal. Und bevor du es merkst, sind es schon 3 Filme. Filme machen hat viel mit Kommunikation zu tun. Und wenn du mit denselben Leuten, Schauspieler oder Crew arbeitest, geht es schneller, effizienter und möglicherweise besser. So ist das offenkundig mit Liam. Und wer würde nicht mit Liam arbeiten wollen? Ich genieße das sehr. Ich ebenfalls. Er ist ein fantastischer Filmemacher. Da kann was nicht stimmen. Hier geht noch irgendwas anderes vor sich.
Und also rettet der Flugmarschall wieder mal im allerletzten Moment und nach sehr viel Aufregung das ihm anvertraute Flugzeug. In den letzten Jahren sind sie immer mehr ein Star in Actionfilmen geworden. Mehr als in den 90ern. Wie kam das? Warum sind sie jetzt der perfekte Actionstar? Ich würde das nicht so beschreiben. Aber natürlich, seit der Film 96 Stunden so einen enormen Erfolg hatte, sah mich Hollywood sofort in diesem Schubfach. Was nicht schlecht ist. Und ich genieße das durchaus. Großartig, diese Chance zu haben, körperlich zu spielen. Speziell in den 80ern und 90ern hatte ich diese Chance noch nicht. Als ich eigentlich deutlich jünger war, fitter.